Der KSC hat leider 4-2 verloren gegen den Zuger. Wir haben hier den Dario Stalder, der uns kurz ein paar Worte zu dem Spiel sagt. Also, was würdest du jetzt gerade so? Die erste, die dir in Sinn kommt jetzt zu dem Match? Ja, sehr viele Strafen. Auf beiden Seiten. Und ich denke, ja, jetzt sind sie die Glücklichen gewesen. Wir waren nicht sehr effizient in der Powerplay. Und ja, wir haben es in den eigenen Händen gehabt. Ja, also ihr habt ja vor allem im ersten Drittel Strafen gesammelt und Zuger dann im letzten. Genau, ja. Ja, ich denke, sie haben einen effizienteren Powerplay gehabt. Und sind vielleicht auch nicht so gut im Match eingestartet und lang gebraucht, bis wir ins Spiel gekommen sind. Und am Schluss haben wir eigentlich Zeit gehabt, was wir eigentlich könnten. Und die Effizienz ist jetzt noch ausgeblieben, aber ich denke, da schaffen wir eher daran. Um so Spiele zu kehren, wenn es nicht so einen guten Start gibt. Hat eigentlich fast auch gelangt. Also das letzte Drittel war eigentlich gut zu schauen. Also jetzt haben wir noch wissen, jetzt sind ja ein paar letztes Jahr bei euch in der Mannschaft gewesen. Ist jetzt das gewesen, plötzlich gegen Zeit zu spielen? Ja, im Vorfeld und so, denke ich, ist das schon ein Thema gewesen. Aber sobald abpfiffen wird, blendet man das aus und konzentriert sich aufs Hockey. Aber klar, ja, ist immer speziell, und auch zu hoch das Derby. Ja, das Derby nennen, ja. Also gut, am Mittwoch tanzen schon wieder weiter zu Hochdorf. Dort haben wir keine Kollegen mehr, die gegen uns spielen können. Was ist jetzt so aufs nächste Spiel? Hast du da schon einen Gedanken im Kopf? Ja, aber sicher weniger Strafen. Ja. Und mehr Scheibe aufs Goal bringen und die halt mal reinwürgen, wenn es nicht so will. Ja. Ja, dann kommt das gut. Mal, das klingt gut. Einfach so weitermachen wie im letzten Drittel. Genau, das Positive mitnehmen von heute. Und es kommt gut. Gut. Also, Mittwoch sind wir zu Hochdorf. Toi, toi, toi dann. Dankeschön. Danke vielmals.